wünsche einen interessanten Abend. Danke. Dankeschön, Johannes, für Ihre Worte. Und Dankeschön, dass ich willkommen bin in Ihrer Kultgemeinde hier in Linz. Und ich bin sehr froh, hier in dieser Synagoge zu stehen zu können. Entschuldigen für mein Holländisch-Deutsch, aber ich werde versuchen, es so deutsch möglich vorzulesen. Ja. Und eine halbe Stunde ist sehr optimistisch. Meine Damen und Herren, Etty Hillesum ist in Middelburg geboren am 5. Januar 1914. Sie wurde ermordet im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im November 1943. Ihre Tagebücher und Briefe haben einen besonderen Platz unter den jüdisch-niederländischen Zeugnissen der Shoah. Sie enthalten nicht nur eine Beschreibung von dem polizeilichen Judendurchgangslager Westerbork während der deutschen Besatzung der Niederlande, sondern reflektieren auch Hillesums wichtige, wenn auch leider unterbrochene, existenzielle Suche, die von ethischer, philosophischer, spiritueller und literarischer Natur war. Seit der ersten Veröffentlichung eines Auszugs aus ihren Tagebüchern im Jahr 1981 sind ihre Schriften in 18 Sprachen übersetzt worden und haben weltweite Aufmerksamkeit erhalten. Ihre Gedanken haben Hunderttausende Leser inspiriert. Der Eindruck ihrer Schriften hat auch zu vielen Kunstwerken geführt, bildende Kunst, Skulpturen, Musik und vor allem Theaterstücke. Hier in Linz läuft ja seit Oktober 2015 sehr erfolgreich die Produktion Etty Erotik, Spiritualität und intellektuelle Leidenschaft im Musiktheater. Vor wenigen Wochen gab es auch Anlass des Internationalen Shoah-Gedenktages, auch hier in der Synagoge eine ausverkaufte Benefizvorstellung von Etty. Eins der Hauptthemen in Hillesums Schriften, das weltweite Aufmerksamkeit gefunden hat, ist ihre spirituelle Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich möchte mit Ihnen den wichtigsten Aspekt dieser Suche besprechen, ihr Bild von Gott. Wenn Autoren sich diesem Thema zuwenden, dann sind sie stark versucht, es in ihre Religion oder Tradition zu integrieren. Das ist eine sehr charakteristische Entwicklung in der Rezeption ihrer Arbeit seit der ersten Publikation 1981. Daher werden wir damit beginnen, uns dieses Phänomen anzuschauen. Einige Leser behaupten ohne die geringste Zurückhaltung, dass Etty Hillesum während des Krieges Christin geworden sei. Sie vergleichen Etty Hillesum mit Edith Stein, der deutschen Philosophin und späteren Karmelitin, die wie Etty Hillesum im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau umgebracht wurde. Aber dieser Vergleich ist mangelhaft. Edith Stein und Etty Hillesum haben sich im Durchgangslager Westerbork gesehen, aber Edith Stein kam als eine Nonne im Habit und Etty Hillesum war da als eine Mitarbeiterin des jüdischen Rates. Zwei unterschiedliche Welten kreuzten sich flüchtig. Etty Hillesum war gewissen christlichen Werten nicht abgeneigt und sie las das Neue Testament und die Bekenntnisse des Augustinus.
Aber das machte sie nicht zu einer Christin. Jesus hatte keine besondere Bedeutung für sie und sie hat es nie in Betracht gezogen, sich taufen zu lassen. Etty Hillesum war jüdisch, aber nicht orthodox. Man kann sie zu der Gruppe niederländischer Juden zählen, die vor dem Zweiten Weltkrieg sich assimiliert hatten. Assimiliert meint, dass ihre Eltern keine koscheres Zuhause pflegten, aber es meint nicht ein Desinteresse an jüdischen Angelegenheiten. Das Judentum war ihr sicher nicht fremd. Sie lernte Hebräisch auf dem Gymnasium in Deventer und verbrachte einige Zeit mit einer zionistischen Jugendgruppe. Aber ihr Interesse am Judentum blühte niemals wirklich auf. Wie auch immer, die Maßnahme der deutschen Besatzer bereitete jegliche persönliche Option der Neutralität für sie und für alle assimilierte Juden ein Ende. Von da an begann Etty Hillesum von wir Juden zu schreiben. Sie wollte das Schicksal ihres Volkes teilen. Das sagte sie meinem Vater, als er ihr ein Versteck anbot, das sie ablehnte. Es wäre daher besser, sich Hillesums Schriften nicht aus dem Blickwinkel zu nähern, ob sie jüdisch genug war. Es macht ebenso wenig Sinn, darüber zu diskutieren, ob sie in ihrem Tagebuch ihren linken sozialistischen Werten treu geblieben ist. Etty Hillesum wollte nicht von irgendeiner Weltsicht vereinnahmt werden, welcher Art auch immer. In dieser Hinsicht bedeutsam ist, was sie über ein Gespräch zwischen Julius Speer und Werner Levy geschrieben hat, bei dem es um die Bedeutung von Jesus in Bezug auf die Juden ging. Am Freitagabend Dialog zwischen Speer und Levy, Christus und die Juden. Zwei Lebensanschauungen, beide scharf umrissen, glänzend dokumentiert, in sich geschlossen, mit Leidenschaft und Aggressivität diskutiert. Trotzdem immer wieder das Gefühl, dass in jede bewusst verteidigte Lebensanschauung sich ein gewisser Betrug einschleicht, dass ständig auf Kosten der Wahrheit vergewaltigt wird. Obwohl Etty Hillesum auch andere Autoren ausgiebig las, hatte doch der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke den größten Einfluss auf sie. Aber lassen wir die Bibel nicht vergessen. Ihre tägliche Bibellektüre haben große Bedeutung für sie, wie wir der folgenden Passage aus ihrem Tagebuch entnehmen können. Hin und wieder in letzter Zeit bekommt ein einzelner Satz der Bibel für mich eine offensichtlich neue, inhaltsreiche und erlebte Bedeutung. Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. In Bezug auf die Bibel hatte Etty Hillesum eine Vorliebe für die hebräische Bibel oder das Alte Testament. Nachdem sie ihre tägliche Lesung einiger Psalmen mit ihrem Freund Julius Speer begann, notierte sie in ihrem Tagebuch: Vom Alten Testament gehen Urkräfte aus, aber es ist auch etwas Volkstümliches darin. Prächtige Kerle voller Leben, dichterische, strenge Form. Die Bibel ist eigentlich ein ungemein spannendes Buch, hart und gefühlvoll, naiv und weise zugleich. Nicht nur, was darin ausgesagt wird, ist interessant, sondern auch die Person derer, die etwas aussagen. Es ist mit ganzen Stämmen von unentdeckten Figuren bevölkert. Nachdem ich 10 Minuten mit ihm beim Bibellesen verbracht hatte, durchfuhr mich plötzlich eine Wucht an Ergriffenheit aus diesem Buch. Alle Ströme, die jetzt durch die Seelen und Herzen von Menschen fließen, Ströme, die zu Ismen kristallisiert wurden, eine Vielzahl von Konfessionen und Slogans und Abspaltungen, diese sind auch dort, in der Bibel.
Aber lass mich jetzt zu meinen eigenen farblosen und immer noch machtlosen Wörtern zurückkehren, jetzt, wo ich Kraft aus dieser bunten und sanften Quelle geschöpft habe. Als geborene Schriftstellerin erkannte Ed Hilsum den literarischen Wert der Bibel. Für sie war die Bibel nicht nur eine spirituelle Leitlinie, sie gab ihr auch den Antrieb, nach genau den richtigen Worten zu suchen, um ihre eigenen Gedanken aufzuschreiben. Das Buch der Psalmen leitete sich auf ihre letzte Reise vom Durchgangslager Westerbork nach Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auf einer Postkarte, die sie aus dem fahrenden Zug durch einen Schlitz des von außen versperrten Viehwaggons werfen konnte und die erhalten geblieben ist, schrieb sie: Christine, als ich die Bibel aufs Geratewohl öffnete, fand ich dies: Der Herr ist meine Burg. Mit diesen Worten der Schrift ging sie weiter in eine unsichere Zukunft, aber im vollen Vertrauen auf Gott. Judith Speer hatte Ed Hilsum geraten, als Teil der Psychotherapie mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen. Während ihrer spirituellen Suche wandelte sich dieses Tagebuch von einem therapeutischen Instrument in ein Gespräch mit Gott. Ein gutes Textbeispiel, in dem Ed Hilsum leise von einer literarischen Beschreibung von dem, was sie sieht, in ein Gespräch mit Gott übergleitet, ist der folgende Tagebucheintrag. Der Jasmin hinter dem Haus ist jetzt ganz zerzaust vom Regen und den Stürmen der letzten Tage. Die weißen Blüten treiben verstreut in dem schmutzigen, schwarzen Pfützen auf dem niedrigen Garagendach. Aber irgendwo in mir blüht der Jasmin unaufhörlich weiter, genauso überschwänglich und zart, wie er immer geblüht hat. Und sein Duft verbreitet sich um deinen Wohnsitz in meinem Inneren, mein Gott. Du siehst, ich sorge gut für dich. Ich bringe dir nicht nur meine Tränen und ängstlichen Vermutungen dar, ich bringe dir an diesem stürmischen, grauen Sonntagmorgen sogar duftenden Jasmin. Ich werde dir alle Blumen bringen, die ich auf meinem Weg finde. Und das sind immerhin eine ganze Menge. Du sollst es so gut wie möglich bei mir haben. Und um nur irgendein beliebiges Beispiel zu nennen, wenn ich in einer engen Zelle eingeschlossen wäre und eine Wolke zöge am kleinen vergitterten Fenster vorbei, dann würde ich dir die Wolke darbringen, mein Gott. Jedenfalls, solange ich dazu noch die Kraft hätte. Ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen, aber meine Absichten sind die besten, wie du wohl merkst. In dieser und anderen Passagen schrieb Ed Hilsum mein Gott und sprach zu ihm. Aber wir müssen fragen, was meinte sie damit? Selbst bei einem oberflächlichen Lesen der Tagebücher fällt auf, dass nicht alle Stellen, in denen das Wort Gott vorkommt, dieselbe Bedeutung haben. Wir werden das untersuchen, indem wir einige Textpassagen auswählen. Wir beginnen mit dem Gebrauch des Wort Gott am Anfang der Tagebücher. Ed Hilsum führte das Wort Gott als eine imaginäre Figur, zu der sie sprach, weil es ihr so leichter fiel, ihre Gedanken zu artikulieren. Das ist deutlich in den folgenden Passagen. Wenn ich bete, bete ich nie für mich selbst, immer für andere. Oder aber ich führe einen verrückten, kindlichen oder tödlichen Dialog mit dem, was in mir das Allertiefste ist und was ich der Einfachheit halber Gott bezeichne. Gott ist also nicht mehr als eine dienliche Bezeichnung für das, was die als das Allertiefste in sich selbst bezeichnet. Auf diese Weise betrachtet, ist das Gebet nicht anders als ein Selbstgespräch. Warum aber hat Ed Hilsum ein Ritual von Speer übernommen,
das er aus dem Christentum geborgt hat. Warum kniete sie zum Gebet nieder, als wäre sie römisch-katholisch? Ist das nicht eine überflüssige Geste, wenn man mit sich selbst spricht? Sie schrieb diesbezüglich die nachfolgende Zeilen. Ich glaube, ich kann alles in diesem Leben und in dieser Zeit tragen und verarbeiten. Und wenn mein Ungestüm zu groß ist und ich mir keinen Rat mehr weiß, dann bleiben mir noch immer die gefalteten Hände und das gebeugte Knie. Es ist eine Gebärde, die für uns Juden nicht von einem Geschlecht auf das andere überliefert wurde. Ich habe es mühsam erlernen müssen. Was ist das doch für eine sonderbare Geschichte, die ich ausgedacht habe? Von dem Mädchen, das nicht knien konnte. Oder als Variation von dem Mädchen, das beten lernte. Es ist meine intimste Gebärde. Intimer als die Gebärde im Zusammensein mit einem Mann. Für Etty Hillesum begann mit dem Niederknien im Gebet ein Prozess, der zu einem Konzept von Gott führte, das immer größere Bedeutung in ihren Schriften bekam, auch wenn es nicht möglich ist, eine strikt chronologische Abgrenzung dieser Entwicklung zu markieren. Wir können uns dieser Entwicklung annähern, wenn wir den Unterschied zwischen Gottes Transzendenz und seiner Immanenz in Betracht ziehen. Die Bibel beschreibt Gott als einen transzendenten Gott, einen Gott, der im Himmel thront. Der Gott Israels ist zweifelsohne ein einzigartiger, klar umrissener Charakter und nicht ein generelles Prinzip, wie griechische Philosophen Gott beschreiben. Der Gott der Bibel ist nicht im menschlichen Wesen zu finden. In seiner Gegenwart ist der Mensch nur Staub und Asche. Im Gegensatz dazu bevorzugt Etty Hillesum eine Repräsentanz Gottes als den tiefsten Teil der menschlichen Person, ein immanenter Gott. Das ist ihre Sichtweise, wie sich aus dem folgenden Abschnitt ergibt. Das Lebensgefühl ist so stark und ruhig und meine Dankbarkeit ist so groß, dass ich gar nicht versuchen will, es mit einem einzigen Wort auszudrücken. In mir ist ein einziges und vollkommenes Glück, mein Gott. Es lässt sich doch wieder am besten mit seinen Worten ausdrücken, in sich ruhen. Und hiermit ist mein Lebensgefühl wohl am vollkommensten ausgedrückt. Ich ruhe in mir selbst. Und jenes Selbst, das Allertiefste und Allerreichste in mir, in dem ich ruhe, nenne ich Gott. Unzweideutige Sprache. Dieser Gott ist nicht der transzendente Gott der Bibel, der im Himmel thront. Gott ist der Friede, den sie in sich selbst spürt. In dem folgenden Abschnitt scheint Etty Hillesum den Namen Gott aufgeben zu wollen. Ich bin nur am Anfang, aber der Anfang ist dort. So viel weiß ich mit Sicherheit. Das bedeutet, die ganze Stärke zu sammeln, die in einem Mensch ist. Es ist ein Leben mit Gott und in Gott und Gott in mir. Ich finde das Wort Gott manchmal so primitiv. Es ist doch nur eine Metapher, eine Annäherung an unserem größten und andauerndsten inneren Abenteuer. Ich glaube, dass ich das Wort Gott überhaupt nicht brauche. Ein Wort, das mir manchmal wie ein primitiver Urlaut vorkommt, eine provisorische Konstruktion. Und abends, wenn ich manchmal geneigt bin, mit Gott zu sprechen und sehr kindisch sage, Gott, die Dinge können mit mir einfach nicht mehr so weitergehen. Und manchmal können meine Gebete sehr verzweifelt und anflehend sein. Ist es dennoch so, als ob ich etwas in mir selbst ansprechen würde und einen Teil von mir zu beschwören versuche? Das bringt uns zur folgenden Frage. Wenn Etty Hillesum den tiefsten Teil ihres Selbst Gott nennt,
Ist Gott dann der tiefste Teil ihrer eigenen Person? Oder ist er etwas von außenhalb, das in ihr Wurzel schlägt? Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten. Im ersten Fall ist der tiefste Teil in einer Person göttlich. Im zweiten Fall wählt Gott es, in jedem Menschen zu wohnen. Was wir über Gott im vorangehenden Abschnitt gelesen haben, scheint auf die erste Option zu deuten. Andere Textpassagen zeigen aber klar, dass Etty Hillesum sich bildlich vorstellte, dass Gott in der Person Wohnung nimmt. Ja, sich sogar im Körper bewegt, vom Kopf hin zum Herzen, wie in dem nächsten Abschnitt deutlich wird. Der Kosmos hat sich von meinem Kopf zu meinem Herzen bewegt oder vielleicht zu meinem Zwerchfell. Auf jeden Fall von meinem Kopf zu einem anderen Körperteil. Und sobald Gott in mir umgezogen war, zu dem Platz, in dem er immer noch wohnt, hörte das Kopf- und Bauchweh abrupt auf. Sie hatte nicht immer Zugang zu Gott. Etty Hillesum beschreibt das mit dem folgenden Bild. In mir gibt es einen ganz tiefen Brunnen. Und darin ist Gott. Manchmal ist er für mich erreichbar. Oft aber liegen Steine und Geröll auf dem Brunnen und dann ist Gott begraben. Dann muss er wieder ausgegraben werden. Gott ausgraben in ihr selbst und in den Herzen anderer Menschen ist ein wichtiges Thema in Hillesums Schriften. Sie sah dies als ihre große Aufgabe an, als sie im Durchgangslager Westerbork arbeitete. Und da fangen die Schwierigkeiten für mich erst an. Es genügt nicht nur von dir zu predigen, mein Gott. Man muss dich in den Herzen der anderen erst aufspüren. Man muss den Weg zu dir im anderen freilegen, mein Gott. Und dazu muss man das menschliche Gemüt genau kennen. Ich danke dir, dass du mir die Gabe verliehen hast, in anderen Menschen lesen zu können. Manchmal kommen wir die Menschen vor wie die Häuser mit offenstehenden Türen. Ich gehe hinein, sehe mich in den Gängen und Zimmern um. Jedes Haus ist ein wenig anders eingerichtet und doch gleichen sie einander. Man sollte aus jedem Haus eine Wohnung machen, die dir geweiht ist, mein Gott. Und ich verspreche dir, dass ich in so vielen Häusern wie möglich Wohnung und Unterkunft für dich suchen werde. Als Etty Hillesum Gott versprochen hat, eine Heim für ihn zu finden, sprach sie zu ihm wie zu einer Person, der sich ihr zuwandte. Und das ist mehr in Einklang mit der Bibel. Es scheint, dass sie über die Schwelle getreten ist zwischen einem immanenten und einem transzendenten Gott. Ist das so? Lassen wir den folgenden Text anschauen. Viele Leute werfen mir Gleichgültigkeit und Passivität vor und sagen, dass ich mich zu leicht ergebe. Und sie sagen, jeder, der sich vor ihren Klauen retten könne, müsse es versuchen. Er sei dazu verpflichtet. Und das Komische ist, ich fühle mich gar nicht in ihren Klauen. Weder wenn ich bleibe, noch wenn ich abtransportiert werde. Ich finde das alles so klischeehaft und primitiv. Ich kann diese Argumente überhaupt nicht verstehen. Ich fühle mich in niemandes Klauen. Ich fühle mich nur in Gottes Armen, um es mal pathetisch zu sagen. Und ob ich nun hier an dem lieben und so vertrauten Schreibtisch sitze oder ob ich im nächsten Monat in einer armseligen Kammer im Judenviertel hause oder vielleicht in einem Arbeitslager unter SS-Bewachung stehe, ich werde mich überall und immer, glaube ich, in Gottes Armen fühlen. Hier drückt Etty Hillesum ihr Gefühl aus, dass sie mehr in Gottes Armen ist als in den Klauen der Nazis. Dieses Bild steht im Kontrast zur Metapher,
die sie anderswo benutzt hat, als sie schrieb, dass Gott in ihre Wohnung nimmt. In diesem Text zeichnet sie Gott als den, der sie in seine schützende Hände nimmt. Ist das eine Metapher oder ist es ein Ausdruck eines Sicherheitsgefühls und einer Wärme in der Gegenwart eines Gottes, der außerhalb von ihr existiert? Gott, nimm mich an deine Hand. Ich gehe brav mit, ohne mich allzu sehr zu sträuben. Ich werde mich nicht entziehen, was in diesem Leben auch auf mich einstürmen mag, werde ich nach besten Kräften verarbeiten. Aber schenke mir ab und zu einen kurzen Augenblick der Ruhe. Ich werde auch nicht mehr in aller Einfalt glauben, dass der Friede, falls er über mich kommt, ewig sei. Ich nehme auch die Unruhe und den Kampf auf mich, die wieder danach kommen. Ich bin gern in Wärme und Sicherheit, aber ich werde mich nicht weigern, in die Kälte zu gehen, wenn nur deine Hand mich führt. Ich gehe überall mit an deiner Hand und will versuchen, nicht ängstlich zu sein. In diesem Textabschnitt ist Gott eindeutig ein Wesen, in dessen Armen Etihilsum ausruht und dessen Hand sie folgt. Neben dem Bild Gottes, der Wohnung in ihr nimmt, hatte Etihilsum eine andere Art von Gott zu schreiben. In diesen Passagen malt sie sich einen Gott aus, der an das erinnert, was in der Bibel über Gott Israels geschrieben steht. Das führt uns zu der Frage, bis zu welchem Maße ist der Gott Etihilsums den Gott der Bibel nachempfunden? In einem Punkt war Etihilsum auf derselben Wellenlänge wie die biblischen Autoren. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, wie wir im nächsten Textabschnitt sehen. Mein Leben ist zu einem ununterbrochenen Zwiegespräch mit dir, mein Gott, geworden, zu einem einzigen großen Zwiegespräch. Wenn ich in einer Ecke des Lagers stehe, die Füße auf deiner Erde, das Gesicht zu deinem Himmel erhoben, dann laufen mir manchmal die Tränen übers Gesicht, entsprungen aus einer inneren Bewegtheit und Dankbarkeit, die nach einem Ausweg sucht. Auch abends, wenn ich im Bett liege und in dir ruhe, mein Gott, rinnen mir manchmal die Tränen der Dankbarkeit übers Gesicht. Und das ist mein Gebet. In Hillesums Werk sehen wir die typisch jüdische Schicht, dass die Schöpfung gut ist. Sie fuhr fort, Gottes Schöpfung zu preisen, selbst im Angesicht dessen, was die Menschen einander antun. Etihilsum hat die Sicht der biblischen Autoren angenommen, die sagt, dass die Menschheit nach Gottes Bild und Abbild geschaffen ist. Sie sah das als einen sehr bedeutenden Aspekt an. Selbst Menschen, die einander im Kriege töten wollen, sind als Gottes Bild gemacht und auch in ihnen ist er präsent. Etihilsum wollte mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, aber entgegen allem, was um sie herum geschah, hielt sie daran fest, Gottes Schöpfung zu preisen, wie dieser Tagebucheintrag deutlich zeigt. Es ist oft kaum zu fassen und geistig zu verarbeiten, Gott, was deine Ebenbilder auf der Erde in diesen entfesselten Zeiten sich gegenseitig antun. Aber ich schließe mich davor nicht in meinem Zimmer ein. Gott, ich halte meine Augen offen und will vor nichts davonlaufen, sondern versuchen, auch die schlimmsten Verbrechen irgendwie zu begreifen und zu ergründen. Und ich versuche immer wieder, den nackten, kleinen Menschen aufzuspüren, der aber in den Ruinen seiner monströsen Taten oft nicht mehr zu finden ist.
Ich sitze nicht in diesem stillen Zimmer, um mich an den Blumen zu ergötzen oder um mit Dichtern und Denkern Gott zu preisen. Das wäre wahrhaft keine Kunst. Denn wahrscheinlich bin ich gar nicht so weltfremd, wie meine guten Freunde gerührt behaupten. Jeder Mensch hat zwar seine eigene Realität, das weiß ich, aber dennoch bin ich keine verträumte Phantastin. Gott, keine noch etwas backfischhafte, schöne Seele. Ich stehe Auge in Auge mit deiner Welt, Gott, und ich flüchte mich vor der Realität nicht in schöne Träume, obwohl ich glaube, dass auch neben der grausamsten Realität noch Platz für schöne Träume ist. Ich preise weiterhin deine Schöpfung, Gott, trotz allem. Das Leben ist schön und sinnvoll. Noch einmal reflektierte Etty Hillesum den typisch jüdischen Optimismus, der ihrem Volk die Stärke gab, 2000 Jahre der Verfolgung und Not zu ertragen. Obwohl sie sich bewusst war, dass die Nazis darauf abzielten, das europäische Judentum auszurotten, hielt sie daran fest, an Gott zu glauben und an das Leben, wie dieser Tage Eintrag zeigt. Von Tag zu Tag fallen immer mehr Wünsche und Sehnsüchte und Bindungen zu anderen Menschen von mir ab. Und ich bin zu allem bereit. Ich gehe an jeden Ort dieser Erde, wohin Gott mich schickt. Und ich bin bereit, in jeder Stunde und bis in den Tod Zeugnis davon abzulegen, dass das Leben schön und sinnvoll ist und dass es nicht Gottes Schuld ist, dass alles so gekommen ist, sondern die unsere. Aber warum? War es denn nicht Gottes Fehler, dass seine Schöpfung 1942 so aus den Fugen geraten war, dass die Welt kämpfte, raubte und mordete? Dies bringt uns zum Herzstück der Botschaft, die Etty Hillesum der Nachwelt überlassen hat. Wie wir schon gesehen haben, sieht Etty Hillesum Gott als den Schöpfer von Himmel und Erde, aber er ist nicht der Allmächtige, wie wir aus der Tradition gelernt haben. Wir, seine Schöpfung, müssen Gott helfen, das wird klar durch das nachfolgende Zitat aus ihrem bekanntesten Text, den Sonntagmorgengebet. Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leidens an mir vorbeizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit. Ich will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen. Aber dazu braucht man eine gewisse Übung. Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir letzten Endes uns selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. So müssen die Menschen Gott also helfen, anstelle von ihm Unterstützung zu erwarten. Gott kann nicht viel tun, um die Umstände des Krieges zu ändern. Es ist nicht seine Schuld, dass all dieser Horror auftritt. Das ist das Werk von menschlichen Händen. Gottes Schöpfung bleibt gut, so wie auch das Leben
ungeachtet von Krieg und Verfolgung. Etty Hillesum drückt das so aus. Und trotz allem gelangt man immer wieder zur gleichen Überzeugung. Das Leben ist also doch gut. Es ist nicht Gottes Schuld, dass die Dinge manchmal schief laufen. Die Ursache liegt in uns. Und das ist, was ich mir behalte, sogar jetzt, wo ich gerade mit meiner ganzen Familie nach Polen weggeschickt werde. Weil die Gewalt Menschenwerk ist, für das er nicht verantwortlich ist, behält Gott sein Recht, die Menschen später zur Rechenschaft zu ziehen. Er ist nicht verantwortlich für all die Gewalt und Ungerechtigkeit. Er hat nichts damit zu tun. Es ist das Werk menschlicher Hände. Wie Etty Hillesum in einer schon zitierten Textstelle sagte, ich fordere keine Rechenschaft vor dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Etty Hillesum wiederholt das zweimal und sehr empathisch in dieser folgenden Stelle. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig, wohl aber wir ihm. Ich weiß, was uns noch erwarten kann. Und nach den letzten Nachrichten sollen alle Juden aus Holland deportiert werden, über Drenthe nach Polen. Und der englische Sender berichtete, dass seit dem vergangenen Jahr 700.000 Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten umgekommen sind. Und falls wir am Leben bleiben, sind das ebenso viele Wunden, an denen wir unser ganzes Leben lang tragen müssen. Und dennoch halte ich das Leben nicht für sinnlos, Gott. Ich kann mir nicht helfen. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig für diese Sinnlosigkeit, die wir selbst anrichten. Wir sind Rechenschaft schuldig. Ich bin schon 1000 Tode in 1000 Konzentrationslagern gestorben. Ich weiß über alles Bescheid und neue Nachrichten beunruhigen mich nicht mehr. Auf die eine oder andere Art ist mir alles bewusst. Und doch finde ich das Leben schön und sinnvoll, jede einzelne Minute. Schon zur Zeit, dass die Shoah sich ereignete, gab Etty Hillesum eine klare Antwort auf die vielen Fragen, die später gestellt wurden. Warum Gott nicht interveniert hat, als die Nazis sein Volk verfolgten und ausrotteten. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig für die Sinnlosigkeit, die wir selbst anrichten. Wir sind Rechenschaft schuldig. Während anderen Gott schuldig sprachen für die Taten, die Menschen begingen, war Etty Hillesum in der Lage, eine klare Trennlinie zu ziehen. Menschen sind dafür verantwortlich, was Menschen tun. Gott hat damit nichts zu tun. Gott hat damit nichts zu tun. Die Frage ist nicht, wo war Gott während der Shoah? Die Frage ist, wo war die Menschheit während der Verfolgung des jüdischen Volkes? Was auch immer sie täglich erfuhr, Etty Hillesum hielt unbeirrt an ihrem Credo fest. Ich glaube an Gott und ich glaube an den Menschen. Dank ihrer Entscheidung, ihre Tagebücher meinem Vater Klaas Melek anzuvertrauen, können Leser auf der ganzen Welt mit diesem Credo vertraut werden und so erfüllt sich ihr Wunsch, etwas zum Wohl der Nachwelt beizutragen. Zichrona Livracha, möge die Erinnerung an sie zum Segen sein. Danke sehr.